I don't want to set the world on fire. Videolog Nummer 7. Und hallo Leute, hier wieder euer Toso mit den Aufzeichnungen für das Überlebenshandbuch von Moira Brown. Wir sind hier bei Megatron gerade angekommen und jetzt habe ich noch ein paar über die ersten Gespräche mit den Siedlern hier. Es ist ganz interessant, was da auf uns zukam. Mein Name ist Lucas Sims. Bin der Sheriff der Stadt und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Irgendwas sagt mir, dass sie okay sind. Willkommen in Megaton. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Ja, gleich kam auf mich zu ein Cowboy mit einem coolen Gewehr am Rücken und einem witzigen Bart. Und ja, irgendwie war er mir sympathisch gleich von Anfang an. Und ja, das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, Sie kennenzulernen, hatte ich gesagt, ja. Sie sind freundlich und haben Manieren. Wir werden gut miteinander klarkommen. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange sie wollen. Ah, das war für mich natürlich eine gute Nachricht. Freut mich, dass wir uns verstehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Natürlich. Ich fragte ihn gleich nach meinem Vater. Ich suche meinen Vater. Der ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Besucher merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Ja, und das tat ich dann auch, aber ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt. Das hatte ich ihn auch gleich gefragt. Kein Problem. Was brauchen Sie denn? Verletzt war ich. Ich brauchte eine Klinik. Ist unten am Krater bei der Bombe. Doc Church ist ein wenig grob, aber der Mann hat Talent und zeigt Einsatz. Und einen Waffenhändler brauchte ich auch unbedingt, ja. Gehen Sie zu Moira in den Craterside-Lagerraum. Sie verkauft einige Waffen, stellt wohl aber auch welche her, wie ich höre. Sie finden sie unten am Krater. Und dann gab es noch Durst und Hunger. Klar gibt's eine Bar. Moriarty's. Der Eingang ist auf der obersten Ebene, gegenüber dem Haupttor. Aber seien Sie vorsichtig. Was er auch sagen mag, Moriarty ist nicht Ihr Freund. Also fallen Sie nicht auf seine Lügen rein und trauen Sie ihm nicht. Das war auch die beste Information, die er mir geben konnte. Und ich brauche etwas Ausrüstung, ja? Moira verkauft allen möglichen Kram in ihrem Geschäft, dem Craterside-Lagerraum. Raten Sie mal, wo der liegt. Neben dem Krater natürlich. Er hatte auch ein wenig Sinn für Humor. Und irgendwie musste ich ja auch über die Nacht kommen. Bei Moriarty auf der Südseite der Stadt. Ansprechpartner ist Nova. Sie kann sicher helfen. Die Nova, ja, auf die kommen wir auch noch zurück. Ich wollte noch was wissen. Was, ne? Haben Sie auf dem Herzen? Ich habe gesehen, beim Reinkommen in diese Stadt, dass in der Mitte, im Krater, ja eine Bombe liegt. Und das wollte ich auch gleich einmal geklärt wissen. Was gibt's da zu reden? Glauben Sie nicht, dass jemand das Ding entschärfen sollte? Ich glaube kaum, dass einer der Ansässigen dazu imstande wäre. Außerdem merken die meisten Leute gar nicht, dass die Bombe eine Bedrohung darstellt. Und zur Hölle. Cromwell und diese Verrückten von der Kirche des Atoms verehren das verdammte Ding. Warum? Wissen Sie etwa, wie man das Ding entschärft? Ein für alle Mal? Ich kann mich darum kümmern, die Bombe zu entschärfen. Na ja, das habe ich ihm gesagt, weil ich habe ja im Labor von meinem Vater schon so einiges... Aber hören Sie, sehen Sie sich's erstmal an. Ganz unverbindlich. Gelernt. Wenn Sie den Auftrag ausführen, sind 100 Kronkorken für Sie drin. Ich wollte natürlich ein wenig mehr, aber 100 Kronkorken waren auch genug fürs erste Mal, dass ich hier eintrat. Wollte den Bogen nicht überspannen. Großartig. Dann tun Sie, was in Ihrer Macht steht. Aber seien Sie vorsichtig. Eine Hand wäscht die andere. Ich suche nach meinem Vater. Das hatte ich ihn schon gefragt, aber er wusste ja nichts.
Dann habe ich auch gleich, wenn ich ihn bei der Hand hatte, gefragt, was er über das Ödland wusste. Es heißt nicht umsonst Ödland, aber es gibt überall Siedlungen. Die Menschen sind eben dickköpfig. Im Südosten liegt River City, aber vergessen Sie DC, das ist Kriegsgebiet. Das war eine super Information. Was genau soll ich erzählen? Ah, das hatte ich schon alles, natürlich. Okay, soweit waren wir dann, glaube ich, fertig, ja? Mit Glück. Und seien Sie vorsichtig bei der Bombe. Lukas, ein sympathischer Typ, ohne Gleichen. Als nächstes ging ich dann. Ja, was darf denn sein? Wollen Sie handeln? Schauen Sie mal im Craterside-Lager vorbei. Schaut ich mir mal die Stadt an, ja? Und im Bitboy erfuhr ich auch gleich, wie mein Zustand war. Der Status eigentlich nicht so schlecht. Ich hatte nur ein paar vor den Latz bekommen. Und ja, das ging so. Also brauchte ich den Doktor vorerst nicht. Und hier waren gleich die Wegweiser zu den wichtigen Sachen. Also da oben war das Aufgang zum Salon und da Supplies, ja, das war, glaube ich, Craterside, ja. Das war die Klinik hier. Da gab es was zu essen. Aber Moriartis, hat er gesagt, war da oben und der Salon und dorthin gehen wir gleich. Sie ist das Symbol für den Ruhm des Atoms. Sie soll als Erinnerung an die vergangenen Spaltungen und an das prächtige Versprechen der bevorstehenden Spaltung dienen. Schenkt dem Atom eure Körper, meine Freunde. Gebt euch seiner Macht hin, fühlt seinen Glanz und lasset euch teilen. Ich war hin und weg von dem Gespräch da. Keine Sorgen und kein Leid mehr geben. Denn in der Spaltung sehen wir unsere Erlösung. Von den Atomjüngern, das hatte ich noch nicht erlebt. Ich suchte dennoch zuerst einmal den Aufgang zum Moriartis. War ein wenig verwinkelt hier. Und ja, Restroom, Armory, ja, Klinik. Schauen wir, dass wir darauf kommen. Habe ich mir gedacht, weil es wird ja auch schon finster. Um 7 Uhr habe ich gelesen, das wusste ich ja nicht, gingen hier die Lichter aus. Das war der Grund, warum ich jetzt unbedingt in einen Salon wollte. Da. Armory Supplies Clinic. Und, ja, wie gesagt. Ich fand den auch gleich. Aber von der Stadt war ich auch fasziniert. Eine Stadt in einem Krater. Leute, wie könnt ihr sowas bauen? Ich weiß noch von dem Tagebuch meines Großvaters, dass eine Bombe, die am Boden liegt, ja, und nicht weggeräumt wurde, immer eine Gefahr darstellte. Deswegen hatte ich ja Lukas auch gleich danach gefragt. Aber wir gingen da jetzt rein. Wir gingen da jetzt. Ah, zu Colin, ja, den hatte ich gleich vor seiner Tür getroffen und mit dem sprachen wir dann auch gleich einmal. Colin Moriarty, freue mich immer ein neues Gesicht zu sehen. Wie schade, dass wir uns nicht in meiner natürlichen Umgebung treffen. Ich bin Besitzer und Eigentümer des Moriartys, der Kneipe. Aber bitte sehen Sie selbst, kommen Sie auf einen Drink oder 12 vorbei. Sie und ich, wir werden gute Freunde werden. Ja. Er schmierte mir schon gleich mal Honig ums Maul, ja. Und mir blieb aber nichts anderes übrig, als ihn zu fragen, ob er was über meinen Vater wusste. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren, haben Sie ihn gesehen? Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen. Und er kennt mich. Und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Kleiner.
Ach, der war da. Ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Wie, mein Vater und ich wurden in Vault 101 geboren. Hat Ihnen das Ihr Vater erzählt, dass Sie in diesem Loch geboren wurden? Dass auch er dort geboren wurde? Ja, ja, die Lügen, die wir unseren Lieben erzählen. Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt zur Vault, damit Sie sicher sind. Kann mich noch gut erinnern, denn Sie haben in meinem Saloon gelebt. Ja, Ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und Sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Vault. Das mit Ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber das Leben geht weiter. Papa hat gelogen. Das Leben ist voller kleiner Enttäuschungen. Und jetzt sind Sie erwachsen und fragen sich, wo er ist. Ja, so fies wie er klang, hat er auch irgendwie recht, ja. Mein Vater hat mir erzählt, dass wir in Vault 101 geboren wurden. Ah, verstehe. Naja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird. Von einem Kerl, der vor 5 Jahren geflohen ist. Gegrüßt sei der Aufseher. Wir kommen in der Vault zur Welt und wir sterben in der Vault. Der wusste so einiges. Und der ganze Wahnsinn eben. Eine bessere Programmierung als unser Deputy World. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. War nur Spaß, Papa hat ständig von Ihnen gesprochen, wollte ich ihn, ja, überreden, aber ich hatte nicht unbedingt das Geschick beim Lügen. Ich möchte nur einfach meinen Vater finden, wo steckt er? Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr und ich weiß, wo er hin ist. Aber Sie verlangen da Infos, und Infos sind Handelsware. Sagen wir 100 Kronkorken, und Sie wissen, wo Ihr Papa ist. Sehr günstig. Ja, ich hatte aber keine 100 Kronkorken, und jetzt wusste ich auch, wie es da lief im Ödland. Ohne Bares, nichts Wahres, ja, und ich habe keine 100 Kronkorken. Okay, ich helfe Ihnen. Der guten alten Zeit wegen. Wenn Sie nicht genug Kronkorken haben, um für diese Information zu zahlen, können Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Ja, es führten alle Wege nach Rom, also musste ich auf diesen Handel doch wohl eingehen. Klar, doch, ich tue alles, um die Informationen zu kriegen. Na, Sie sind ja eifrig. Gut, das gefällt mir. Es ist schön, in diesem Drecksloch von einer Stadt mal Menschen zu treffen, die etwas unternehmen. Diese Junkie-Schlampe Silver borgte sich massig Kronkorken von mir. Sie behauptete, mich billig mit Jet und Psycho versorgen zu können. Das Problem ist, dass sie sich mit dem Zeug aus dem Staub gemacht hat und ihre Zelte in Springvale aufgeschlagen hat, um sich zuzudröhnen. Wenn Sie die Kronkorken holen, die sie mir schuldet, gehören sie Ihnen. Sie werden mich mit diesen Kronkorken sowieso bezahlen. Ja, ich ging auf den Handel ein, was soll, ja. Und Informationen über den Außenbereich brauchte ich ja auch noch. Das Ödland? Warum sollte man dahin wollen? Hören Sie mal zu, in Megaton gibt es alles, was man braucht. Warum sollte man woanders hingehen? Ich überschwimme diese Tölpel mit Schnaps und Huren. Dafür schwimme ich in Kronkorken. Ein fairer Deal, wie ich finde. Halten Sie sich aus meinen Geschäften raus. Gehen Sie nur dahin, wo Sie hingehören und kaufen Sie hier Ihre Drinks. Mehr müssen Sie nicht wissen. Das war natürlich eine klare Ansage, ja? Und, ich führe eine Bar. Gerüchte gehören da nun mal dazu. Darum erzähle ich Ihnen dieses hier gratis. Weiß nicht, ob Sie Lucy West schon kennengelernt haben, das hübsche, junge Ding. Sie hat irgendwie Angst, aber vor wem oder was, weiß keiner. Das war auch eine Info, die ich wahrscheinlich irgendwann einmal gebrauchen konnte. Ja, Leute, ich denke, das war mal genug für dieses Videolog und wir sehen uns... Und so gehen wir jetzt auseinander. Wenn ihr das nächste Tape reinhaut und wir da einmal Unterschlupf suchen im Moriartis Saloon. Und bis jetzt habt ihr gelernt, es gibt da nichts gratis auf
diesem Planeten. Schon gar nicht im Ödland. In diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Toso. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal line.